Im Mittelpunkt der Ausstellung Einblick, und zwar des dritten Teils von der Universitätsbibliothek Leipzig, steht das Objekt Wörterbuch des Krieges von Ostaps Lewinsky. Es ist ein Abecedarium, also von A bis Z, werden Begriffe geschildert und beschrieben, die den Menschen aufgefallen sind, die sich für Menschen verändert haben, die sich in der Ukraine aufhalten oder aus ihr geflohen sind, besonders seit dem Beginn der vollständigen Invasion Russlands. Das Besondere an diesem Wörterbuch ist, dass es nicht von Schriftstellerinnen geschrieben wurde, sondern von Menschen. Es wurde auch gar nicht mal von diesen bewusst verfasst, sondern Ostaps Lewinsky, ein ukrainischer Autor, hat Wortfetzen gehört von Menschen auf der Straße und hat die aufgeschrieben, um sozusagen festzuhalten, was die Menschen bewegt. Als Beispiel nehme ich gleich einen der ersten Einträge, der heißt Äpfel. Dieser Text stammt von Anna aus Kiew, die in ihrer gepolsterten Badewanne liegt und hofft, sich dadurch vor den Explosionen schützen zu können. Und während sie da liegt, fällt ihr ein, dass sie mal verliebt war und in Polen mit ihrem Freund unterm Dach gelegen hat im Bett und überall plumpste es, weil volle, reife Äpfel auf das Dach fielen und das knallte so. Und der Text endet mit den Sätzen: Die Äpfel plumpsten ohne Unterlass, groß und reif, rhythmisch die ganze Nacht hindurch. Ich war glücklich. Nun schlief ich unter Explosionen ein und hörte diese Äpfel. Ich möchte, dass um uns alle herum nur Äpfel im Garten auf den Boden fallen. Ich habe das Gefühl, wenn ich das Buch lese, dass es weitergehen kann, dass man vielleicht anknüpfen kann, vielleicht kann man die Bedeutung der Worte wieder zurückverwandeln in ihre ursprüngliche alltägliche Bedeutung.